Susi Brandt. Guten Abend, liebe Zuschauer. Endlich ein ruhiger Sommertag, möchte man meinen. Aufregung gab es trotzdem heute genug vor dem Bauhaus in Dessau. Da sind die Hühner los. Der selbsternannte König von Deutschland ist pleite. Und der hippeligste Schauspieler aller Zeiten, Louis de Funès, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Darüber reden wir heute. Zuerst blicken wir aber in den Harz. Dort grün. Und wer sich jetzt fragt, warum brauchen wir denn so ein Wasserkraftwerk? Naja, bestes Beispiel hat die Fußball-WM geliefert. Wenn in der Halbzeitpause nämlich die ganze Nation aufgestanden ist und mal geguckt hat, was der Kühlschrank so hergibt, da sind dann einfach millionenfach die Stromzähler angesprungen. Und das Stromnetz? Das ist stabil geblieben. Auch dank der Pumpspeicherkraftwerke, die genau in solchen Momenten Strom produzieren. Unser Reporter Hagen Tober, der hat im Wunderwerk der Technik in Wendefurt hinter die Kulissen geschaut. Das ist der König von Deutschland, der selbsternannte wohlgemerkt. Peter Fitzek hat sich in Wittenberg eine bizarre Parallelwelt geschaffen. Vor 2 Jahren schon hat er mit seinen Anhängern den Fantasiestaat Neudeutschland gegründet. Jetzt kehrt ihm aber der ein oder andere den Rücken und traut sich in die Öffentlichkeit. Denn das selbsternannte Staatsoberhaupt ist offensichtlich in Geldnot. Und da kommt dann wieder die echte Staatsgewalt ins Spiel. Er ist der Meister der Gesten und Grimassen. Louis de Funès. Das entsetzte Nein, das überraschte Ah oder das verzweifelte Verdrehen der Augen. Sie haben den 1,60 Meter kleinen Schauspieler nicht nur ganz groß, sondern unsterblich gemacht. Heute wäre der große Komiker 100 Jahre alt geworden. Ja, und Fans hat er heute noch. Überall auf der Welt, auch in Sachsen-Anhalt. Die weiteren Meldungen des Tages jetzt kurz und knapp. Das Bauhaus in Dessau, das strahlt ja nur so vor kühler Eleganz. Ein bisschen Leben vor die Bude kam mit diesen schwarz-weißen Lakenfeldern. Diese Hühner gehören zu einer Attraktion eines niederländischen Designers. Er will mit seiner Kunst Räume sinnvoll nutzen, sodass also jeder etwas davon hat. Bei der Hühnerbank die Menschen, die darauf sitzen, und die Hühner, denen die Bank auch als Stall dient. Doch dann nahm die Geschichte jetzt doch eine unerwartete Wendung. Ach, war das eine Aufregung. Können Sie sich noch erinnern? 1995, als Christo in Berlin den Reichstag verhüllt hat, aus rein künstlerischen Gesichtspunkten wohlgemerkt. Die sind im kleinen Ort Wallbeck in der Börde kein Thema. Trotzdem wird die Dorfkirche St. Michaelis seit gestern komplett eingepackt. Und was dahinter steckt, das hat mein Kollege Robert Schimmel herausbekommen. Staub, Matsch und ohrenbetäubende Maschinen. Also das klingt für mich nicht gerade nach einem Ort, an dem wir unser Wochenende verbringen wollen. Mein Radiokollege Stefan Michmer, der wird uns jetzt aber eines Besseren belehren. Und er weiß natürlich auch, was sonst im Land an diesen nächsten 3 Tagen so los ist. Wir warten einfach ab, Stefan. Er lebt den Traum von Millionen Jungs. Kevin Schlitte aus Haldensleben. Er hat nie eine Sportschule besucht, ist gelernter Tischler und wurde trotzdem Fußballprofi. Bis jetzt hat er beim Zweitligisten Erzgebirge Aue gespielt. Jetzt kommt er zurück in die Heimat nach Sachsen-Anhalt, um für die Germania in Halberstadt zu kicken. Tat dieses Wetter heute mal wieder gut? Ach, die Sonne. Kein Regen, Stefanie. Und es geht heute nicht nur ein Sommertag zu Ende. Sehr originell. Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben oder uns etwas sagen möchten, dann rufen Sie uns jederzeit gerne an. Hier ist die Telefonnummer 0800 94 6 94 6 und die 2. Hier geht's weiter mit den Kollegen von MDR Aktuell. Wir sind dann morgen um 19 Uhr wieder für Sie da mit allen Neuigkeiten aus Sachsen-Anhalt. Einen schönen Abend für Sie. Tschüss.